Insgesamt 92% der Befragten meinen, es lässt sich in Mecklenburg-Vorpommern gut leben. Dies resultiert aus der aktuellen Bevölkerungsbefragung, deren Ergebnisse in der Landespressekonferenz am Dienstag vorgestellt worden sind. 1000 Bürger waren im Auftrag der Landesregierung von TSN Emnet vom 25. Oktober bis 4. November telefonisch befragt worden. Die Ergebnisse fallen recht positiv aus. 80% der Befragten sind stolz darauf, was in MV in den letzten Jahren geschaffen worden ist. Allerdings sind 60% der unter 30-Jährigen mit ihrer eigenen Lebenssituation unzufrieden. Naja, der Bürger ist ein Relativum. Das heißt, er kann absolut wenig beurteilen. Ist das gut, dass eine Arbeitslosenquote von, sagen wir, 10%, ist es gut, die Beschäftigungsquote, die wir haben? Das kann er weniger beurteilen. Er kann aber beurteilen, ob etwas aufwärts geht, ob sich ein Land auf dem richtigen Weg befindet, ob es sich lohnt, hier weiterzumachen, ob man der Regierung Vertrauen entgegenbringen kann, dass wir in dieser globalen Welt nicht im Schlaraffenland leben. Das weiß jeder. Aber die Mecklenburg-Vorpommern haben schon das Gefühl, dass es langsam, peu à peu, aber letztendlich doch positiv sich entwickelt. Zu den wichtigsten Aufgaben der Landesregierung zählen laut der Umfrage gute Schulen, zukunftssichere Arbeitsplätze, Schutz vor Kriminalität und Bekämpfung des Rechtsextremismus.